Ja, ihr Lieben, es ist eine Wonne, echt eine Freude, wieder mit euch hier zusammen zu sein. Und ich schaue noch in müde Gesichter, aber ich hoffe, das wird gleich besser. Ja, lasst mich das wirklich so sagen. Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Also in der Woche gibt es immer wieder so ja, trübe Stunden, sage ich mal. Aber hier mit euch ist das wirklich Sonnenschein, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Okay, ich möchte mit euch heute einen besonderen Abschnitt betrachten. Ihr habt ihn vorhin gesehen, das ist Markus Kapitel 2. Es ist ein extrem schöner Abschnitt in der Bibel. Es ist ein Text, der wahrscheinlich sehr, sehr häufig gepredigt wird. Sehr, sehr häufig. Und das absolut zu Recht, weil es ist eine absolute Goldgrube. Zeigt uns unter anderem auch da, dass er zeigt uns, warum die Reformation damals, weswegen wir heute einen Feiertag mehr haben, so unendlich wichtig war. Warum es absolut gerechtfertigt war, das Ganze anzustoßen. Wir möchten nicht lang drum zureden, lasst uns den Text zuwenden. Ihr seht ihn hier, ich hoffe, man kann ihn gut lesen. Ich lese ihn vor. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten ihm einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Saßen dort aber etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Meine Lieben, diese Torte, dieser Text hat 2 große Kuchenstücke. Und der erste große Kuchenstück, den könnte man überschreiben mit geistlicher Heilung. Und der zweite Teil ist die physische Heilung. Und aus Zeitgründen werden wir uns heute uns nur das erste große Kuchenstück vornehmen. Aber ich verspreche euch eins: Es gibt richtig leckere Topics drauf. Also richtig schönen Belag. Und weil es in diesem Abschnitt heute über die geistliche Heilung geht, habe ich die Predigt überschrieben mit den Worten: Geistliche Heilung und wie sie geschieht. Geistliche Heilung und wie sie geschieht. Was meine ich mit geistlicher Heilung? Geistliche Heilung ist, wenn Jesus die Sünden vergibt und so ein Mensch vom Tod zum Leben durchdringt. Und damit diese geistliche Heilung geschehen kann, braucht es unter anderem 7 Dinge. Die möchte ich mit euch besprechen. Und der erste Punkt, den es braucht, damit geistliche Heilung geschehen kann, ist: Es braucht mehr als Begeisterung. Wir schauen nochmal auf diesen ersten Vers, da heißt es: Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und aus der vorherigen Geschichte wissen wir, also die Geschichte mit dem Aussätzigen, dass es einige Tage dauerte, ehe Jesus wieder zurück in die Zivilisation kommen konnte. Wir lesen in Markus Kapitel 1, 45, also die Verse davor, da heißt es:
Er aber, der Aussätzige, ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, dass er von Lepra geheilt wurde, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen, an einsamen Orten, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. So viele Menschen hatten mitbekommen, dass bei Jesus auch die unmöglichen Dinge möglich waren. Und jetzt kamen sie und sie belagerten ihn wie einen Rockstar. Er war immer von Leuten umgeben. Und während dieser ausgestoßene Aussätziger wieder Teil der Gesellschaft werden konnte, war nun Jesus der Ausgestoßene. Er musste draußen wohnen in der Wildnis. Ist das nicht übrigens ein extrem schönes Bild für das, was wir erfahren haben bei unserer Errettung? War das nicht genauso bei uns der wunderschöne Tausch oder der fröhliche Tausch, wie Luther es nannte? Er wurde an unserer Stadt zum Ausgestoßenen, damit wir aufgenommen wurden bei Gott. Und so lesen wir, dass Jesus erst nach einigen Tagen wieder in eine Stadt, und zwar Kapernaum, kommen konnte. Und in Matthäus Kapitel 9, Vers 1, da lesen wir über diese Stadt. Und er stieg in das Schiff und setzte über und kam in seine eigene Stadt. Kapernaum, das war sozusagen sein Zuhause. Es war seine Hauptbasis, sein Hauptquartier für seinen Dienst in Galiläa. Dann lesen wir weiter in Markus, so ein Text heute. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Man hörte, dass Jesus wieder da ist. Und dann, wie das bei Popstars ist, ließen die Menschen alles stehen und liegen und ab zu Jesus hin. Ja, man ließ alles stehen und liegen. Der Hammer wurde fallen gelassen. Die Netze wurden nicht mehr eingeholt. Die Schafe wurden nur halb gemolken und nur halb geschert zurückgelassen. Und das Pferd, das blieb nur mit 3 beschlagenen Hufen zurück. Wo Jesus war, da strömten die Leute zusammen. Man kam nicht einfach nur, man rannte zu Jesus. Die Menschen waren neugierig. Sie wollten ihn sehen, sie wollten ihn hören, sie wollten ihn anfassen. Sie trauten ihm sogar zu, geheilt zu werden. Und viele trauten es ihm nicht nur zu, sie wurden am eigenen Leib geheilt. Und wir lesen immer wieder, dass die Menschen wirklich begeistert waren von Jesus. Das lesen wir an einigen Stellen und schon in Markus haben wir das an einigen Stellen gelesen. Meine Lieben, und so wie damals gibt es auch heute viele Jesus-Begeisterte. Wenn man in deren Status bei Facebook beispielsweise guckt, dann kann man es lesen. Oder man kann das an vielen, vielen anderen Stellen ablesen. Es gibt viele Jesus-Begeisterte und voller Begeisterung für Jesus werden viele dieser Menschen doch eines Tages am Ort der Schrecken erwachen. Es sind Menschen, die Jesus für ein super gutes moralisches Vorbild halten. Und doch gehen sie verloren. Es sind Menschen, die voller Emotionen für Jesus Lieder singen und am Ende doch verloren gehen. Es sind enorm viele Menschen in der charismatischen Bewegung beispielsweise, die Jesus die allergrößten Wunder zutrauen und von ihm erwarten und erbeten und am Ende doch verloren gehen. Es sind Menschen, und das ist wirklich Wahnsinn, die sogar Wunder tun werden in seinem Namen und doch verloren gehen werden. Und Jesus wird eines Tages zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Es sind Menschen, das finde ich auch sehr bemerkenswert, es sind Menschen, die sogar Jesus für den einzigen Weg zu Gott halten und doch verloren gehen werden. Ich werde später noch ein bisschen drauf eingehen, warum das so ist. Aber der Fazit aus diesem ersten Punkt ist deutlich und eindeutig. Um geistliche Heilung oder Errettung zu erfahren, braucht es mehr als bloße Begeisterung für Jesus. Und so kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Geistliche Heilung braucht zweitens einen Verkündiger. Geistliche Heilung, damit sie geschehen kann, braucht es Verkündiger.
Das lesen wir hier in Vers 2. Da heißt es, und er verkündigte ihnen das Wort. Die Menschen strömten zu Jesus und er predigte ihnen das Wort. Das ist das, was Jesus immer tat. Und in Markus 1,38, inmitten aller Heilungswunder, sagt Jesus auf einmal zu seinen Jüngern, lass mich das euch auch einblenden, dieser Vers fehlt. Also in Markus 1,38, da heißt es, also inmitten dieser ganzen Heilungswunder sagt Jesus dann plötzlich zu seinen Jüngern, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Die Priorität von Jesus Christus waren nicht die physischen Leiden der Menschen, es waren ihre geistlichen Leiden, die er zu kurieren suchte. Es waren nicht die körperlichen Leiden, die Jesus Sorgen machten, es waren ihre geistlichen, nicht die zeitlichen, sondern die ewigen. Und diesen geistlichen Leiden begegnet Jesus, indem er ihnen das Machtvolle, die heilbringende Dynamis, die Kraft Gottes predigt. Und so hat Gott das geplant. Gott will Menschen retten durch Verkündigung des Evangeliums. In Römer 10 lesen wir diese beachtlichen Worte. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und jemand sagt einmal, sehr, sehr eindrücklich, du wirst Christus niemals ähnlicher sein, als wenn du wie er ein Verkündiger des Evangeliums bist. Und wenn dich Gott immer mehr in das Bild seines lieben Sohnes verwandelt, dann wirst du unbedingt wie Jesus und alle seine Jünger ein Menschenfischer sein. Heiligung führt dich am Ende dazu, ein Menschenfischer zu werden. Damit geistliche Heilung geschehen kann, braucht es Verkündiger. Dann, meine Lieben, schwenkt die Kamera weiter zu einer anderen Gruppe von Menschen. Zu einer anderen Gruppe von Männern. Und das ist unsere Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Damit geistliche Heilung geschehen kann, braucht es Menschen, die gemeinsam tragen. Damit geistliche Heilung geschehen kann, braucht es Menschen, die gemeinsam tragen. Markus 2, Vers 3 lesen wir. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten. Also eine Gruppe von Männern trägt einen Kranken zu Jesus. Warum musste dieser Kranke getragen werden? Ganz klar, er kann selber nicht kommen. Er ist gelähmt. Seine Krankheit verhindert, dass er kommt. Und so, meine Lieben, ist es auch mit den Menschen um uns herum. Die Sünde ist wie diese lähmende Krankheit. Sie hindert die Menschen, zu Jesus zu kommen. Deswegen schickt Gott Menschen hinaus, die diese Menschen zu ihm hintragen. So hat Gott es verordnet. So hat Gott es bestimmt, wie Menschen gerettet werden. Gott will Menschen zu sich bringen, zu sich ziehen, durch andere Menschen. Und meine Lieben, wir können keinen mit unseren Händen packen und hier hinbringen, oder? Habt ihr schon mal versucht? Bestimmt nicht. Aber was wir tun können, ist, wir können sie mit Gebetshänden zu Christus bringen. Meine Lieben, das hier, sie auf Gebetshänden zu Gott zu bringen, ist eine zeitlose Wahrheit und unsere zeitlose Pflicht. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus an die Gemeinde, beziehungsweise an Timotheus, aber hier lesen wir, dass es an die ganze Gemeinde ist. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dieses gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Geistliche Heilung geschieht, wenn Menschen andere Menschen im Gebet zu Gott tragen. Darf ich dich fragen,
du eine Gebetsliste führst oder regelmäßig betest für deine Freunde, für deine Verwandten, für deine Arbeitskollegen. Dieser Text sagt uns sogar für Politiker, damit sie gerettet werden. Meine Lieben, ich musste in meiner Predigtvorbereitung Buße darüber tun, weil das habe ich vernachlässigt. Aber ich möchte das wieder bewusst angehen und sehen, was Gott alles tun kann. Aber wir sind, uns ist es aufgetragen, Menschen zu Gott zu bringen. Und meine Lieben, wir können die Gläubigen nicht hierhin tragen, aber wir können das Evangelium zu ihnen hintragen. Und so bringen wir sie vor Jesus, so dass er ihnen sagen kann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Meine Lieben, es nicht zu tun, das Evangelium nicht zu ihnen zu bringen, ist Sünde. Zu schweigen, während andere verloren gehen, ist ein frevelhaftes Vergehen. Das gilt uns allen. Vielleicht sitzt jetzt hier jemand und sagt, aber ich bin nicht so gut im Reden wie andere. Sollen das doch die machen, die Gott besonders begabt hat zu diesem Dienst? Und das stimmt ein Stück weit. Einige sind begabter als andere in diesem Dienst. Doch laut 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 sind wir alle dazu aufgerufen, unseren Glauben zu verteidigen und auch zu bezeugen. Und wir können das sehr gut festmachen an einem Bild. In Deutschland haben wir sehr gut ausgebildete Ärzte und Rettungssanitäter. Stimmt's? Vielleicht werden die ein oder anderen sagen, es sind noch zu wenig. Aber wir haben sie. Wir haben gut ausgebildete Rettungssanitäter. Und sie können in 15 Minuten an jedem Ort in Deutschland sein. Man muss sie nur anrufen. Trotzdem ist es eine Straftat, wenn du am Unfallort nicht erste Hilfe leistest. Was ist das? Es ist ganz einfach. Es ist unterlassene Hilfeleistung. Natürlich gibt es begabtere Ersthelfer als du. Aber nichtsdestotrotz musst du erste Hilfe leisten. So ist es auch im Geistlichen. Andere können besser reden, aber du kannst erste Hilfe leisten und du kannst dich ausbilden lassen zum Rettungssanitäter. Geh diese Ausbildung bewusst an. Wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch so, wir sagen, ich bin nicht begabt und haben es so gut wie gar nicht versucht. Es ist so, als wenn ich zur Ausbildung gehe, 3 Tage da war und sage, ich kann es nicht, also gehe ich. Das macht keinen Sinn. Niemand wird über Nacht zu irgendetwas. Wir müssen üben. Und so müssen wir auch üben, Rettungssanitäter in der Sache Gottes zu werden. Wir müssen Menschen zu Jesus tragen. Aber meine Lieben, wir müssen sie auch gemeinsam zu Jesus tragen. Wenn wir uns diese Stelle nochmal anschauen, da heißt es, und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Wie viele Männer waren es? Ja, Konstantin? Fast richtig. In dieser Stelle heißt es, dass 4 Leute ihn trugen, aber etliche brachten. Das heißt, man weiß nicht so genau, wie viele Leute es insgesamt waren. 4 Leute waren es, die trugen. Aber, lasst uns mal die Frage stellen, was wäre, wenn es nur einer gewesen wäre? Das hätte gar nicht geklappt, oder? Er wäre es nicht fähig gewesen dazu, diesen Mann, der offensichtlich 4 Träger brauchte, alleine zu tragen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und dann auch noch aufs Dach zu hieven, dann das Dach aufzubrechen und den Mann alleine runterzubringen. Er wäre alleine nicht in der Lage dazu. Es braucht Teamwork. Teamwork ist zusammen an einer Sache arbeiten. Das braucht es. Das ist eine so wichtige Lektion für uns. Errettung von Menschen kann geschehen, wenn wir als Gemeinde in Liebe zusammenstehen und als Einheit in eine Richtung gehen. Errettung kann geschehen, wenn wir als Gemeinde in Liebe zusammenstehen und als Einheit in eine Richtung gehen. Liebe und Einheit sind ein hochexplosives Gemisch,
oder Treibstoff für den Motor der Evangelisation. Lasst mich euch dazu zwei Verse bringen. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder die zweite Stelle in Johannes, habe ich eine Stelle übersprungen? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich glaube, ich habe eine Stelle verpasst. Auf jeden Fall möchte ich euch diese zweite Stelle aus Johannes 17 vorlesen, ab Vers 20. Da heißt es: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Meine Lieben, Liebe und Einheit sind extrem wichtig. Deswegen können wir es nicht dulden, wenn sich Lieblosigkeit breit macht in unserer Gemeinde. Wenn wir das irgendwo sehen, dann müssen wir das bekämpfen. Meine Lieben, genauso müssen wir unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Meinungen, die müssen wir in Demut und in Liebe besprechen, damit wir in allen Dingen eins werden und einheitlich denken. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10 sagt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle in alle einerlei Rede führt und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Er lässt nicht einen Spalt zu, nicht eine klitzekleine Meinungsverschiedenheit. Er sagt, wir sollen daran arbeiten, in allem eine Meinung zu haben. Meine Lieben, Lieblosigkeit oder mangelnde Einheit sind gefährliche Lecks in dem Schiff der Evangelisation. Sie können das Schiff seeuntauglich machen. Und beide Lecks müssen wir so schnell es geht stopfen, damit wir brauchbar bleiben. Da dürfen wir nicht einfach tatenlos zusehen oder abwarten. Da müssen wir handeln, schnell handeln. Das darf nicht bei uns sein. Lieblosigkeit, Uneinigkeit, das müssen wir angehen. Damit geistliche Heilung also geschehen kann, braucht es Menschen, die gemeinsam tragen. Aber es braucht auch Durchhaltevermögen. Damit Menschen geheilt werden können geistlich, braucht es Durchhaltevermögen. Wir sehen diese Stelle in Markus 2, Vers 4, da heißt es: Da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Diese Männer wollten Jesus, diesen Kranken schleunigst zu Jesus bringen, nicht wahr? Und da war kein Durchkommen. Alles war voller Leute. Aber ließen sie sich davon abbringen? Danke sehr. Nein. Sie ließen sich nicht davon abbringen. Diese Häuser hatten in der Regel ein Flachdach. Und darauf, das hatte eine Seitentreppe, da konnte man hochlaufen. Und da sind sie hoch und haben das Dach aufgerissen und den Mann da runtergelassen. Und ich wette, wenn es übers Dach nicht gehen würde, dann hätten sie einen Tunnel gegraben. Aber sie hätten sich nicht aufhalten lassen. Nur eine Option war ausgeschlossen und das war aufgeben. Das ging nicht. Wir können dieser Gruppe auch folgenden Namen geben. Es ist das Team Unaufhaltsam mit dem Motto, koste es, was es wolle. Meine Lieben, das gilt uns. Genauso wie es damals nicht reibungslos ging, so ist es auch bei uns nicht reibungslos, wenn wir andere Menschen zu Jesus führen wollen.
Wir werden immer wieder Rückschläge erleiden. Hindernisse werden sich auftun. Man wird uns bestenfalls belächeln und schlimmstenfalls verfolgen. Doch in all dem möchte ich uns ermutigen, Team unaufhaltsam mit dem Motto, koste es, was es wolle, zu sein. Meine Lieben, wir haben für diese Arbeit eine absolute Erfolgsgarantie. Wir werden nicht alle retten, aber einige. Lasst uns zusammen lesen Johannes 6, 44 und ich bin thrilled. Also es ist ein englischer Begriff. Ich bin, ja, das treibt mir Gänsehaut in den Rücken, wenn ich das lese. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, jeden, den der Vater zieht, und der Vater wird einige ziehen, die werden kommen, und Jesus wird sie auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Meine Lieben, wenn wir uns auf die Arbeit machen, es wird Menschen geben, die Gott dazu verordnet hat, und sie werden kommen und sie werden gerettet werden. Wir haben eine Erfolgsgarantie. Wir brauchen nicht losgehen und sagen, ah, vielleicht wird es nie was werden. Ich glaube doch. Fazit: Wer Menschen zu Christus bringen will, der braucht Durchhaltevermögen. Und in all dem, was ich bislang gesagt habe, wollte ich euch sagen, dass Gott bei der Errettung von Menschen Menschen gebraucht. Er möchte den Glauben dieser Menschen sehen, die andere Menschen zu ihm bringen. Er achtet darauf. Er möchte das bei uns sehen. Schaut euch mal den Vers an. Das ist der nächste Vers, den wir uns ansehen werden. Markus Kapitel 2, Vers 5. Da heißt es, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Wer ist da gemeint? Es ist hier vor allem der Gelähmte gemeint. Aber es ist auch der Glaube der Männer gemeint, die ihn zu Jesus führen. Darauf schaut Jesus auch. Jesus schaut, will in deinem Leben Glauben sehen, dass du Menschen zu Jesus führst. Das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Fünftens braucht es Dringlichkeit. Damit Menschen gerettet werden, braucht es Dringlichkeit. Meine Lieben, wenn wir uns diese Verse nochmal anschauen, was hatte dieser Mann gehabt? Er war gelähmt. Ist Gelähmtsein eine akute, lebensbedrohliche Krankheit? In der Regel nicht, oder? Es führt nicht sofort zum Tod. Der Mann wäre also nicht gestorben, wenn er noch eine Nacht schlafen würde. Nichtsdestotrotz bringen diese Männer ihn sofort und lassen sich nicht abwimmeln und sie warten auch nicht darauf, dass sich die Menge verflüchtigt. Woher kommt diese Dringlichkeit? Warum duldete diese Sache keinen Aufschub? Warum musste er jetzt gleich zu Jesus? Woher kam diese Eile? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Die Krankheit konnte warten, aber das Sündenproblem konnte nicht warten. Der Mann wusste das. Alles kann warten. Aber das Problem, das ich mit dem lebendigen Gott habe, das kann ich nicht mehr aufschieben. Charles Haddon Spurgeon sagte einmal, für diejenigen, die ihre Entscheidung für Jesus immer auf morgen schieben wollten, sagt er, Gottes Aufruf richtet sich nicht auf den morgigen Tag. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 4, 7. Gottes Gnade duldet keine Verzögerung. Wenn Gott dich zieht, kommst du zu ihm gerannt und redest nicht von Aufschieben. Morgen, das ist keine geistliche Zeitangabe. Morgen steht im Kalender Satans und sonst nirgendwo. Morgen ist ein Felsen, der ausgeblichen ist von den Knochen der Seefahrer, die an ihr zerschellten. Morgen ist das Lichtsignal der Seeräuber, die ahnungslose Schiffe in die Falle locken. Morgen ist der Goldtopf am Ende des Regenbogens, den niemand fand. Morgen ist das Ungeheuer von Loch Ness, das keiner sah. Morgen ist ein Traum, morgen ist eine Illusion. Morgen schon könntest du deine Augen in den Qualen der Hölle aufschlagen. Die Uhr der Ewigkeit sagt heute. Alles ruft heute, auch der Heilige Geist ruft heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht.
in der wohl bekanntesten Predigt, die jemals auf amerikanischem Grund und Boden gehalten wurde. Die Predigt hatte den Titel Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Da predigte Jonathan Edwards: Du hängst an einem dünnen Faden, um den die Flammen des göttlichen Zorns züngeln, jeden Moment bereit, ihn in zwei zu brennen. Dann hast du keinen Anspruch mehr auf einen Mittler. Meine Lieben, das ist die ungeschönte Wahrheit über jeden Menschen. Das ist sein Zustand. Das ist, was ihn erwartet. Er sitzt im brennenden Haus und unsere Aufgabe ist es, ihm mit Dringlichkeit zu Jesus zu führen und ihm aufzuzeigen, es ist die letzte Stunde. Tu Buße. Unser Dienst der Evangelisation muss also von Dringlichkeit geprägt sein. Und so kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Damit geistliche Heilung geschehen kann, braucht es sechstens das richtige Verständnis. Meine Lieben, heutzutage, und das weiß nicht, wie sehr uns das bewusst ist, halten viele Leute viel von Jesus. Und sie kommen zu Jesus und sie wollen alle möglichen Sachen von Jesus. Einige wollen, dass er ihre Krankheit heilt. Einige wollen, dass er ihre Sorgen wegnimmt. Einige wollen, dass er ihre Ehe rettet. Einige wollen, dass er die finanzielle Lage aufbessert. Die anderen wollen einfach nur, ach Herr, hilf du mir bei der nächsten Fahrschulprüfung. Oder Abschlussprüfung. Dabei ignorieren die Menschen, dass sie eigentlich ein viel, viel größeres Problem haben. Nämlich einen heiligen, guten Gott, der alle Geheimnisse ihres Herzens kennt. Und der eines Tages Rechenschaft von ihnen fordern wird. Das hat der Kranke verstanden. Er kam nicht, um geheilt zu werden. Er fragt nicht danach, das sehen wir nirgendwo im Text. Und Jesus schaut in sein Herz, so wie er später bei den Pharisäern ins Herz schaut, und er weiß, was dieser Mann will. Dieser Mann will nicht Genesung, er will Vergebung. Dieser Mann hatte verstanden, viel schlimmer als meine Sorgen und Probleme sind meine Sünden. Wenn jemand ein Problem mit der Herdplatte hat, dann sind seine Probleme sofort egal, wenn er merkt, dass das Haus brennt. Wenn auf einem Kreuzfahrtschiff das Essen schlecht schmeckt, dann interessiert das plötzlich keinen mehr, wenn der Kapitän die Durchsage macht, das Schiff sinkt. Und das hatte der Mann verstanden. Ich habe ein viel größeres Problem als meine irdischen Krankheiten. Ich habe ein ewiges Problem. Alle zeitlichen Sorgen gehen mit der Zeit, aber die ewigen Sorgen bleiben für alle Ewigkeit. Irdische Probleme, von denen weiß ich, sie hören auf, oder? Wir wissen, dass alle Probleme aufhören. Von den ewigen wissen wir, dass sie niemals aufhören werden. Und George Whitfield schreibt dazu: Betrachten wir die Qualen, wenn man wie weiß glühende Kohle brennt, nicht für einen Moment oder für einen Tag, sondern für Millionen und Abermillionen von Zeitaltern. An deren Ende die Seele erkennen werden, dass sie dem Ende der Qualen nicht näher sind als zu Beginn. Sie werden niemals, niemals diesen Ort verlassen. Das ist ein wahres Problem. Nicht der fehlende Weltfrieden, nicht der fehlende Hausfrieden, sondern der fehlende Frieden mit Gott. Wenn du das nicht verstehst, kannst du nicht gerettet werden. Aber der Gelähmte hatte noch mehr verstanden. Bei Jesus bekomme ich mehr als vorläufige Heilung. Ich bekomme ewige Heilung. Sollen die anderen doch alle geheilt werden, aber ich will Vergebung. Sollen die anderen doch auf Gold stoßen, aber er wird mich nicht von sich stoßen. Sollen die anderen doch alle Schätze dieser Welt haben oder heben, aber er wird mich in den Himmel heben. Sollen sie doch alle Reichtümer und allen Erfolg bekommen, aber ich bin bei ihm angenommen. Das Allerwichtigste, was ich von Jesus brauche, ist Vergebung. Wer das nicht erkennt, kann nicht gerettet werden. Meine Lieben, das ist der Übergangssatz. Dieses Verständnis muss da sein,
dass wir geistliche Heilung erfahren können. Und wenn wir das verstanden haben, in welcher Situation wir vor Gott stehen, dann ergibt sich fast schon der nächste und letzte Schritt für heute. Damit geistliche Heilung geschehen kann, braucht es siebtens Glauben. Diesen Vers wollen wir nochmal lesen. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Meine Lieben, hier bekommt der Mann den größten Schatz des Universums. Er bekommt Vergebung der Sünden, er bekommt Frieden mit Gott. Aber lass uns ganz genau diese Stelle betrachten und sehen, was dort nicht steht. Wie bekommt er Vergebung? Was muss er tun? Muss er irgendwelche guten Taten tun? Ihr seid dran. Nein, nicht? Er muss keine guten Taten tun. Er kann das auch gar nicht tun, er ist gelähmt. Muss er sich taufen lassen? Offensichtlich nicht, das sehen wir nicht. Muss er bei Jesus um Vergebung bitten? Nein, das sehen wir hier nicht. Sagt er irgendwas, spricht er irgendwas aus? Nein. Muss er alle seine Sünden aufzählen und bekennen, wie einige es meinen, tun zu müssen? Muss er seine Sünden alle aufzählen? Nein, das sehen wir nicht. Muss er beten? Das sehen wir nicht. Muss der Mann Jesus in sein Herz einladen? Nein. Das müssen wir zu Hause nochmal besprechen. Nein, das tut er nicht. Und trotzdem sagt ihm Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Worauf schaut Jesus? Worauf schaut Gott? Das sehen wir in diesen Versen, oder? Als aber Jesus ihren Glauben sah. Meine Lieben, der Mann bleibt passiv. Er bleibt völlig passiv. Er tut gar nichts. Das Einzige, was er tut, ist, wenn Jesus die Kanzel ist, sich im Glauben an Jesus festzuklammern. Ich vertraue auf das, wer du bist und was du getan hast. Ich vertraue darauf, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte euch diese Stellen vorlesen. Johannes 3, Vers 16, wir kennen sie und sie zeigen uns genau das auf. Und in diesem Punkt herrscht so viel Verwirrung, was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden? Und diese Verse zeigen uns das eindeutig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Stelle, habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Meine Lieben, wie kommt ewiges Leben in mein Leben? Durch Glauben. Und was bedeutet Glauben? Glauben heißt, ich weiß, Gott ist heilig, aber ich bin Sünder. Glauben heißt, ich habe die Strafe für Sünden verdient, aber er hat sie getragen. Glauben heißt, ich bin nicht gerecht, deshalb brauche ich seine Gerechtigkeit. Glauben heißt, sich nicht auf sich selber zu verlassen, sondern sich an Jesus zu klammern und sich auf ihn zu vertrauen. Er hat alles getan für mich. Und dieses Vertrauen allein auf Jesus Christus hat kaum einer so gut ausgedrückt wie Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er hat das so wunderbar ausgedrückt. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen.
Darum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wundenrot. Glauben bedeutet, sich darauf zu verlassen, dass Christus für meine Sünden starb. Glauben bedeutet, anzuerkennen, ich bin absolut ungerecht. Und Sünde ist durch und durch in meinem Leben. Und deswegen vertraue ich darauf, dass Christus mir seine Gerechtigkeit schenkt. In Spurgeons Gemeinde wurde aber noch ein Lied gesungen. Achtet mal gut darauf. Von Werken bist du müd gemacht. Doch warum plagst du dich so sehr? Hör auf damit, es ist vollbracht und lange ist schon her. Wenn nicht auf Jesu Werk dich stützt, dein eigenes Werk dir gar nichts nützt. Mit Tun dein Grab dir baust. Meine Lieben, hört mir gut zu, bitte. Mit Tun dein eigenes Grab du baust. Wenn du denkst, ich muss noch was beitragen zu dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ich muss noch zur Kirche gehen. Ich muss noch gute Taten tun. Ich muss mein Leben verbessern. Dann stehst du auf gefährlichem Grund. Paulus schreibt dazu an die Galater, ihr seid losgetrennt von Christus, wenn ihr dem noch was hinzufügen wollt. Es ist gefährlich zu glauben, ich muss noch was hinzufügen. Damit sage ich im Umkehrschluss, dass was Christus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, ist noch nicht ganz vollbracht. Ich muss noch ein bisschen was dazu tun. Meine Lieben, ewiges Leben kommt durch Gnade allein, durch Christus allein, durch den Glauben allein. Deswegen sind wir auch so deutlich in Bezug zum Beispiel auf die katholische Kirche. Ein Bekannter hat vor einiger Zeit sehr, sehr empfindlich darauf reagiert, als ich ihm einfach meine Meinung, ich habe ihm das nicht grob gesagt oder so, aber was ich von der katholischen Kirche halte. Er war sehr, sehr aufgebracht. Aber die katholische Kirche hat diesen Grundsatz allein aus Glauben verlassen und predigt jetzt ein falsches Evangelium. Und das Schlimme daran ist, sie führen extrem viele Menschen in die Irre und ins ewige Verderben. Ich möchte euch vorlesen, was die katholische Kirche dazu sagt, zu diesem Prinzip, dass der Mensch allein aus Glauben gerettet wird. Sie sagen in ihrem Katechismus, in ihrer Lehre, wer sagt, die Menschen können ohne sie, das heißt ohne die Sakramente, Taufe, Firmung, Abendmahl, Buße, letzte Ölung, Weihe und Ehe oder ohne das Verlangen nach ihnen durch den Glauben allein von Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangen, der sei Anathema. Und Anathema ist das Wort, das Paulus gebraucht für Verfluchen. Sie verfluchen die Menschen, die sagen, ich werde gerettet aus Glauben allein. Sie haben genau das auf den Kopf gestellt, was die Bibel an so vielen Stellen lehrt. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Philipper 3, Vers 9. Da heißt es, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, durch den Glauben oder aufgrund des Glaubens. Meine Lieben, für diese Wahrheit, aus Glauben allein sind Menschen in den Tod gegangen. Massenweise. Luther war bereit zu sterben. Er hat gesagt, ich werde nicht davon abrücken, es sei denn, ihr habt gute biblische Argumente dafür. Aber er stand in der Gefahr, getötet zu werden. Ein anderer wie John Rogers, der wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt und sein Körper wurde in Fetzen gesprengt, weil er an diesem Grundsatz festgehalten hat. Meine Lieben, mein Wunsch für uns ist es, dass wir für geistliche Heilung kämpfen, indem wir an diesem Grundsatz festhalten. Der Mensch wird gerettet, allein aus Glauben. Wir möchten für Gott wirken, indem wir all diese Punkte, die ich heute aufgelistet habe, leben.
Wir wollen gemeinsam tragen. Wir wollen die Wahrheit tragen zu den Menschen. Und lasst uns Gott bitten, dass er diese Wahrheit tief in uns eingräbt, sodass wir sie gut verstehen und dass wir sie auch zu anderen Menschen bringen können. Amen.